zu deinem Auto. Wolltest du mit nicht mit dem Auto fahren? Moin, moin. Mein Name ist Heinrich und das ist die Mathilde. Hi, hi. So, warte mal. Ja, das kannst du mitnehmen, das kannst du mitnehmen, das kannst du mitnehmen, das kannst du mitnehmen. Hier ist ein Mod für Messer. Und Munition können wir in einer alten Basis machen. So, mehr habe ich Das hier ist erstmal dein nicht. Job. Ach nee, warte, ich wollte mit dem Moped fahren, das Ja, ich ist suche gerade cooler. mein Moped. Wo habe ich denn? Hier steht noch ein Moped. Ist das deins oder meins? Das dürfte dein sein, weil meins war im Truck. Ah, korrekt. Und hier haben wir gleich noch. Ach, ich habe Kleber. So, und ich muss vorsichtig sein, weil irgendwie ist das Hinterland ja so ein bisschen vermint. Ist eigentlich noch ganz viel für die Basis. Wenn du noch Platz hast. Bist schon unterwegs? Okay, dann nicht. Dann fahre ich den Kram selber rüber. So. Die Munition kann er auch mit. Die brauchen wir hier nicht. Die AK kann auch in die alte Basis. Das auch. So, ich will mich erstmal ganz wichtig einen Scope für meinen Scharfschützengewehr basteln. Fällt gerade ein, ich muss meinen Schlafsack wieder unbedingt neu positionieren. Oh ja. Weil ich habe momentan tatsächlich keinen Schlafsack. Ah, hoch da. Komm ich jetzt auf einmal wieder nicht da hoch? Das gibt's nicht. Wahrscheinlich, weil ich zu schwer bin. Heinrich hat zugenommen. Heinrich, der Ah, Fluffy? geht. Was? Das habe ich ja gehört. Nichts. Ach, bin ich zu weit gegangen. So. 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 So, so, so. Baumwolle hatte ich hier ja auch noch angepflanzt. Genau, gib mal Vierfach-Scope. Was brauchen wir noch? Glas. Mist. Kannst du mal in der alten Basis gucken, ob da Glas ist? Wäre sehr nett, danke. Wofür brauchst du Glas? Für Scopes. Müssten wir nicht auch in unserer neuen Basis noch relativ viel Dings haben? Hier, Sand. ja. Das ist ein guter Einwand. Korrekt, wir haben Sand. Dann haust du den Sand einfach in die, Schmiede. genau. Und daraus machen wir dann. Glas. Ich. Oh, ein Glas hätte ich hier schon. Siehst du, das ist doch viel schneller, als wenn ich von hier was mitbringe. Sehen wir ja gleich. Ein Glas reicht mir nicht. Ich brauche ja irgendwie 20, 30 oder so. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Gedönsaat. Gedönssaat. Ja, damit ich dann in unserer neuen Basis was anpflanzen kann. Das heißt Ja, von dem, was ich hier alles so angepflanzt habe. Unter anderem von Aloe Vera. okay. Cottonseed mache ich auch. Oh, Trader Joe hat geöffnet. Das ist auch super. Hatten wir ja auch einen Schrank für, ja, hatten wir für Erste Hilfe. Oh, ich habe gesehen, wir sind noch gar nicht ein Team, lieber Heinrich. Oh. Habe ich dich eingeladen? Yes. Gut. Kaum ist man wieder hier, schon stöhnt es rum. Ja, das habe ich auch gerade. Ich will, dass draußen was kaputt gemacht wird. Da wird randaliert. Und ist schon tot. So, jetzt gehe ich mal.
meinen zweiten, mein, unser, oh, ich gehe mal durch unseren Notausgang. Mach. Da geht's ja in die Zwergenhöhle von Mathilde. So, okay, Schlafsack. Eisen oder ist das Sand? Das will ich mal kurz testen. Das sieht nach Sand aus. Scheiße. Was denn? Ja, weiß ich nicht, wo ich da rauskomme, wenn da Sand ist. Das ist doof. So, Sicherheitstür Nummer 1. Was wollte ich denn eigentlich noch hier holen, abgesehen von dem... Du wolltest Aloe Vera Farm machen oder so. Ausgang. So, hier, das Superkorn nehme ich auch mal mit. Boah, wir haben so krass. Das Superkorn nehme ich mit. Wo komme ich denn hier raus? Das weiß ich nicht. Hallo. Ist auf jeden Fall getarnt. Machen wir mal zu. Oh, hier haben wir noch 13 Aloe Vera Cremes. Ah, hier laufen sie hoch, okay. Seid mir zu laut hier. Oh, hier sind noch militärische Fasern. Nice. Davon nehme ich auch was mit. Na? Ja, aus Chrysanthemen kann man Dings machen. Was kann man drauf? Natürliche Antibiotika. Okay. Deswegen mache ich da mal auch ein paar Seeds von. Die werden dann nämlich auch angepflanzt. Bei unserem Notausgang dahinter ist eine Holzhütte. Was ist da eine Holz, was? Eine Holzhütte. Ach, wir haben ja quasi, das ist der Trader Joe, hier ist unsere Festung. Haben uns durchgebuddelt und da ist das. Da ist auch eine Brücke. Da sind wir natürlich noch nie lang gefahren. Nee. Dann sage ich mal unseren Nachbarn Hallo. Ach, das mal. Aber erstmal einen Schluck Kaffee. Oh, ein brennendes Fass. Hier ist eine Werkbank, die funktioniert sogar. Die kann man benutzen. Achso, hier die Aloe-Creme nehme ich mal mit, ne? Ah, oh, das sind ein paar Leute. Oh, ich nehme mal ein paar Erste-Hilfe-Verbände von hier mit. Schon habe ich mein Glas. Ich sehe gerade, wir haben hier noch einen Messbecher. Den würde ich vielleicht einfach mal mitbringen. Ja. Für unsere, ich weiß nicht, ob wir da im Feuer schon einen Messbecher haben, deswegen nehme ich die einfach mal mit. Oh. Ich bin schon fast wieder rübergekommen. Oh, ich sehe gerade, hier ist ein Platz. Das nehme ich auch einfach mit. Was meinst du? Hier ist noch relativ viel Zement und Beton, das würde ich vielleicht auch einfach mal mitnehmen. Kreisstante? Ja. Kleine Steine. Kleine Steine. Oh, ist ja hier wie in Amerika mit so einem Zwischenwänden, also wo man richtig lang gehen kann. Das ist wie in diesem ganzen Horrorfilm. Hier kommt doch so eine Schnapsidee. Und führt zur Toilette. So, und ich mach mal wieder Betonmischung ein bisschen. Oh.
So, schleiche ich mal vorsichtig raus. Schleich, schleich. Nicht so laut schleichen. Oh, hier gibt's einen Keller. Ich glaube, das Haus gehört einem Killer oder so. Okay. Ich glaube, ich fäll hier einfach nochmal ein paar Bäume. Mach Holz das. Können wir ja bestimmt mal wieder gebrauchen, ne? Ja. Ich glaube, ich habe auch. Nee, ich habe auch nur nicht mehr so viel Holz. Das Dumme ist, wenn hier ein Haus ist, dann spawnen ja hier immer die Zombies, oder? Ja. Dass die die Objekte irgendwann wieder spawnen, hatten wir ja eingestellt, glaube ich, ne? Oder war Standard, glaube ich, auch, ne? Ja. So alle 30, 60 Tage oder so, ne? Nee, ich glaube alle 2-3 Wochen oder so. Ja, dann gehen wir mal in diesen vertrauenserweckenden Keller. Das sieht mir auch so aus, als ob da eine Sprosse fehlt. Schrotflint ist geladen. Das Schöne ist, dass Holzhacken jetzt mittlerweile echt schnell geht. Also so schnell, wie ich jetzt mittlerweile bei 1000 Holz bin. Das ist ja im Vergleich zu früher. Hat er mich erwischt. Okay, ich bin weg. Gehst du da wieder runter? Hat er mich echt gut erwischt? Jetzt hat der dicke Tourist auch den Weg versperrt. So ein doofer dicker Tourist. Ja, guck dir das hier an, der hängt dazwischen. Musst du wohl warten, bis er sich aufgelöst hat. Nee, ich gehe einfach durch ihn durch. Oder so. Tussi, wo bist du? Ich höre dich doch. So, ein paar Bäume pflanzen wir mal neu. Wir müssen ja unseren Wald erhalten. Genau. Haben wir schon mal Weinfässer zerlegt? Kann sein, dass wir mal drauf geklopft haben und es war nichts oder so. Keine Ahnung. Versuch's nochmal. Ja, bisher nichts gefunden. Nur Holz. Oh. Hätte ja sein können, dass es was Tolles gibt. Ja. So, das soll reichen. Krass, war nur so ein dicker Tourist im Keller. So, dann komme ich mal zurück. Dann mache ich unseren Zweitgarten. Ja, wenn ich hier gleich fertig bin, dann mache ich dann noch einen Schreihals. Ja, ich hau hier ab. Horde? Mindestens 3 leuchtende. Gut. Brumm, brumm. Und tschüss. Oh, nee, es sind 4 leuchtende. 5 leuchtende. Ich bin weg. Eine leuchtende Armee. Da wäre ich auch weg. Das muss ja nicht, ne? Kommen wir denn hier raus? Ach, hier hatte mein Tunnel angefangen. Ups. Nein, der Tunnel ist doch nicht so weit. Ich mach den Tunnel weiter, sobald wir einen Erdbohrer haben. Ah! Oder dann fange ich einen neuen Tunnel an. Joa, nettes Haus, aber war jetzt nicht so ergiebig. Ich kann gleich mal gucken, wo ich den Zweitgarten mache. Dass es nicht unbedingt da ist, wo die Bomben gelegt sind. Kannst du ja hier oben. Bei unseren. Wir müssen ja immer so ewig weit laufen.
Oh, aber unten wird ja alles platt gemacht. Da kämpfen doch die. Ne? Aber das haben sie doch auch in der alten Basis noch nie platt gemacht. Ja, das stimmt. Du kannst es ja auch in einer alten Basis machen. Ich hab gerade den Zombie gehört. Hallo! Ich bin's, der Heinrich. Wie geht's? Nachbarn. Schön, euch kennenzulernen. Jetzt musst du erstmal Zeug weghauen. Ach, das macht Spaß. Das freut mich, wenn du Spaß hast. Einfach mal Zombies klatschen. So, jetzt habe ich, finde ich, muss ich nur einen Eingang finden. Och, die Katze hat gequietscht. Das war sehr süß gerade. Ich glaube, wir brauchen mal ein Katzenmikro oder sowas. Ja, wir packen der Katze ein Headset ins Gesicht. Das findet sie bestimmt total toll. Nicht ins Gesicht, einfach da auf ihren Platz. Immer wenn sie ein Geräusch machen, dann kriegen das alle mit. Ja, da hast du da dein schönes Supermikro. Ah, das rauscht aber so, wenn da nicht gesprochen wird. Das ist nervig. Ein Push-to-Talk ist auch zu kurz dann für so ein kleines Quieken. Hab ich denn hier durchgebuddelt? Das weiß ich nicht. Scheiße. Nein. Heinrich findet den Eingang nicht. Vielleicht solltest du dann ein kleines Tor bauen mit Licht und allem. Ich glaube, eine Fackel aufstellen oder so. Ja, meine ich ja. Toller Drop ist mitten im See. Toll. Ja, komm, ein Drop ist sowieso nur Fertigfraß. Ja, das ist echt doof. Warum das denn? Verdammte Axt, wie peinlich. Ich finde echt mein Loch nicht mehr, wo ich rausgekommen bin. Soll ich mal reingehen und dann gucken? Dann kannst du Ah, zu ich hab's mir. gefunden. Es ist wirklich gut getarnt. So, ich bin wieder drin. Das ist so schön. Juhu! Ich wollte ja nur mal unser Notausgang zeigen. Alles gut. Das ist schon. Wir wieder schließen. Ach ja, wir sollten uns langsam auch gucken, was brauchen wir noch an der Verteidigung. Morgen wird's rot. Morgen ist rot. Ja, ich Morgen ist rot. bin ja gleich, ich mache ja gleich was da. Brauchst du noch für irgendeine Waffe ein Zweierscope? Ein was? Ein Zweifachscope. Ich mach den einfach, komm. Mach. Scopes kann man immer gebrauchen. Ich brauche ja kein Glas mehr. Hat ja gerade genug dabei. Bisschen Fleisch habe ich auch gefunden. Das ist schön. So, haben wir das auch. Bald bin ich in der Lage, Superkorn zu machen. Superkorn. Superkorn. Okay. Reparieren. Ach, ich wollte ja auch Inseln. Oh, hier muss ich reparieren. Nein, ich habe.
Ich bin doch blöd. Ich habe die Betonmischung nicht mitgenommen. Holzen hattest du ja auch schon Auftrag gegeben, ne? Ja. Yep. So, da muss ich noch runterbuddeln. Ach ja, genau, ein Betonmischer wäre cool, wenn du den nochmal bauen könntest. Ja, vielleicht in der Nacht. Pflastersteine haben wir auch noch. Hier haben wir auch 66 Aloe Vera noch. Haben wir noch, ja? Ja, also wir haben jetzt 110 Aloe Vera und 13 Aloe Cremes. Aber ich brauche jetzt pro Tag bestimmt immer 2 Verbände, weil ich immer getroffen werde von irgendeinem Zombie. So, ich mache jetzt ganz, ganz wichtige Dinge. Ich habe sowieso das Gefühl, dass diese Leuchtzombies im Nahkampf leichter zu töten sind als mit einer Schusswaffe. Bloß dann im Nahkampf kriegst du halt ein, zweimal einen Schlag von denen ab und dann muss man sich erstmal wieder heilen, ne? Ich bin so blöd und habe das, den Beton vergessen. Habe ich gerade ganz viel Beton drüben in Auftrag gegeben und habe den nicht mitgenommen. Ich blöde. Ist noch eine alte Basis? Ja. So. Richtige Dinge. Dann schnappe ich mir ein bisschen Metall und ein Hämmerchen. Metall. Metall. Was suchst du für Metall? Einfach nur Metall, damit ich was reparieren kann. Ach komm, ich nehme einfach hier das Eisen aus der Schmiede. So. Ich mache einfach in der Nacht Neues. Reparieren und Stacheldraht und so. Hui. Stacheldraht und so, ja. Hier wirklich was aufstellen, macht eigentlich tatsächlich erst Sinn. Wenn sie kommen. Ja, morgen. Weil sonst kommt eine Horde und dann reißt das alles wieder ab. Ja, und die kommen. Du stellst es ja doppelt hin. Habe ich was gehört, Zombie-mäßiges. Aua. Kann sein, dass die oben ist irgendwo. Okay. Über mir. Geh noch mal den Beton holen. Ja, noch hast du Zeit. Eben. Nein, nicht dadurch. Da könnten viele, viele böse Bömpchen liegen.
Naja, viele nicht mehr. Maximal zwei oder einer. Vier hatte ich gelegt, zwei sind auf jeden Fall hochgegangen. Okay, aber bei meinem Glück renne ich genau in diese Bomben rein. Also zwei, die ich mitgekriegt habe. Vielleicht sind auch in der Zeit, wo wir weg waren, noch jemand reingelaufen oder so. Ne? Also wenn du blaue Nivea-Dosen auf dem Boden findest, dann Bombe. Bonbon-Dosen. Ja, für mich sind es Nivea-Dosen. Da hat die Firma Nivea ganze Arbeit geleistet bei mir. Dass ich bei blauen, flachen Dosen an Nivea denke. Habt ihr gut gemacht. Product Placement. Ja, erfolgreich. Die geht mir auf den Sack. Egal was es ist, ich muss es töten. Hört sich fast an wie im Berg. Im Berg? Im Berg, ja. Ist im Berg? Aber ich glaube einfach nur hinter der, von meiner Position halt hinter dem Berg. Ach ja, genau. Und baue nochmal einen Beton. So. Hey, geht's ja auch echt flach runter. Ach, darum komme ich da auf Sand. Ah. Das Gebirge wird hier flacher. Also niedriger und da, wo ich noch langbuddeln wollte, kommst du quasi auch nochmal so seitlich raus. Okay. Aber wo sitzt der Zombie? Nervensäge, wo bist du? Ist der Zombie weg oder was? Aber hier ist noch so eine richtige Schlucht. Und ich habe hier gerade gebuddelt, dann werde ich hier wahrscheinlich irgendwo rauskommen. Jetzt schaue ich schon wieder. Ich habe eine schlechte Vorahnung. Ich habe gerade Metall gehört. Kann es sein, dass jetzt die Zombies gezielt auf unsere Gebäude gehen? Keine Ahnung. Jetzt muss ich mal einen getarnten Eingang wiederfinden. Ach siehst du, ich brauchte ja auch noch Stahl. Ich wollte das ja so voll verstahlen. Stimmt ja. Wo war jetzt hier mein Eingang hier? Nee. Stahl, 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 Stahl. Stahl. Die ist bei uns in der Basis gespawnt, die Hure. Das ist scheiße. Die war. Ich hab das Metall richtig gehört. Die ist bei uns wirklich hier. In meinen Tunnel gespawnt. What the fuck? Hat die auch geschrien. Kommt, stellt sich nur die Frage, wo macht denn die KI? Ich meine, ist das so ein langer Tunnel? Hatten wir... Jetzt komme ich wieder mit früher. Ja, früher war das nicht so. Ja. Spawnt auf dem Berg. Schön. Los! Kein Stamina! Also mein Notausgang mache ich zu. Ich habe von Anfang an gesagt, dass das keine gute Idee ist. Ich fand, das war eine hervorragende Idee. Bis da Zombies drin gespawnt sind. Ja, also... Das ist natürlich echt bescheiden. Brauchst du Hilfe? Nee, der ist, glaube ich, im Tunnel. Ein Leuchtzombie ist noch im Tunnel. Ach,
Dings. Holla, die Waldfee. Der kam von oben. Der ist ja von oben irgendwie runtergefallen. Wie geht das denn? Ah, weil sie hier ein Loch reingebuddelt haben. Vielleicht war das auch der Grund, warum die hier reingekommen ist. Ja, ich höre schon die nächsten. Ja, die klingt hier irgendwie, als ob sie hier drauf wären. Ach, du bist da unten. Ey, du Arsch. Hey! Mal Luke zu. Lücke vor. Kann jetzt auch Zufall gewesen sein, dass die das entdeckt hat. So quasi, weil einfach durch das Sand hat sich da reingegraben und war dann halt drin. Ah, hier fällt... Ach, ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich mach vor unserem Notausgang, mache ich nochmal Steine. Falls wir hier raus müssen, kloppen wir uns halt den Weg frei. Ich mache ihn zu. So, gibt keinen Notausgang mehr. Sehr gut. Hast du jemanden getötet? Ja. Yep. Oh. So, unten wird die Stahlbetonfront immer größer. Können sie ja durchfallen, das ist zwar ein bisschen bescheiden. So. Ja, es ist jetzt schon fast 20 Uhr, das heißt, ich gehe in meine Zwergeneisenmine. Trau mich hier gar nicht nirgendwo mehr weiter zu buddeln, ey. Hier ist Sand. Ach, ich höre schon wieder welche. Oh, ich bin's gewesen. Ja. Da war gerade ein Zombie auf deinem Auto und ist gestorben. Da kommt mir so eine quasi Zombie-Horde an unseren Fahrzeugen lang. Wenn du nicht bückst, kriegst du noch Schleichschaden, weil die uns nicht gesehen haben. Na gut, jetzt wissen sie wohl. Die müssen die Mut einfach, weil ich es kann, mache ich jetzt den. Willst du mit Geräuschen anlocken, ne? Irgendwas schleift da aber. Da scheint irgendwas nicht ganz koscher zu sein. Ja, nicht, vielleicht nicht repariert irgendwie oder so. Irgendwie noch was repariert werden, ja. Jetzt bloß nicht runterfallen, dann wirst du zerschnitzelt. Ich werde dann wahrscheinlich nicht verschnitzelt, ich habe auch gebrochene Beine. Okay, haben wir gekillt. Ja, wir müssen uns was mit den Fahrzeugen überlegen. Ich habe Angst, dass sie die Fahrzeuge kaputt machen. Ja, die nehmen wir dann einfach in der Nacht. Holen wir die rein. Mhm. Am liebsten nicht eine Betthöhle, aber dann spawnen sie da drin auch noch. Richtig, und das ist dann einfach wieder so ein Eingang, wo die rein können. Aber die haben uns nicht gesehen und von hier oben hat man schön Schleichschaden bekommen. Also dieses Mal 2, ich liebe das.
So, sind meine Scopes fertig? Ich brauche ja nur mein 4er Scope. So. Ach nee, ich wollte was zu essen. Nimm mir mal ein Hobostu. Jam, 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 jam. Hobostu, lecker. Nein, nicht fallen lassen. Dann gehe ich in meinen Zwergen. So. Modify. So, Scope machen wir dran und wir machen es mal Purple. Oder Blue. Yes. So. Abschließen. Irgendwo hier hatte ich ans Eisen. Hier war Eisen. Und Sand. Ich habe noch eine MP gefunden. War 178 Schuss. Ach, wir haben mehr. 359. Kann man auch mit Spaß haben. Trader Joe schließt. Ah, gut zu wissen. Ja. Wildbretteintopf. Yeah, ich habe 3 Fertigkeitspunkte bekommen jetzt. So, was wollte ich denn hier? Living of the Land wollte ich auf. Fortitude Level 7 kaufen. Juhu. Noch eins und dann kann ich Mutated Seeds machen. Können wir endlich dieses coole Power Crop, also diesen Power Mais, können wir dann endlich selber kultivieren. Das ist gut. Aha. Oh, ich bin auch auf Level 100 jetzt endlich. Oh, dann kannst du einen Erdbohrer machen. Ja, Erdbohrer! Wir haben den Erdbohrer! Erstmal muss ich da, glaube ich, hier bei... Das sind Turrets, das machen wir auch nochmal. Ah, da ist irgendwo eine Tussi. Ja. Ich kümmere mich drum. Sehr gut. Heinrich der Kümmerer. Ach, die ist direkt schon an unserer Haustür. Okay, ja, ihr Lieben. Wir werden uns jetzt noch hier so ein bisschen vergnügen. Andi kümmert sich um den Kreisstuschi, das können wir ja noch zeigen. Sehr schön. Toll, jetzt hat hier irgendwas fallen gelassen, jetzt komme ich da nicht hin. Naja. Oh oh. Ich mag es nicht, wenn du oh oh sagst. Brauchst du Hilfe? Ich höre gerade mehrere Zombie-Signale, aber ich weiß nicht von wo. Ich schätze mal aus dem Westen. Ach, über mir! Ach, das ist schon mal ganz schlecht. Wie laufen wir über den Stacheldraht, der hier ist? Das ist wirklich schlecht. Dann hau den Stacheldraht gleich mal ganz schön weg. Erstmal werden die Zombies gekillt und dieser Stacheldraht hier quer ist eine schlechte Idee. Gut, dass der jetzt aufgefallen ist. Ja, besser als wenn's morgen Nacht passiert. Genau, da wären sie mich da runtergefallen. Und die Gitter müssten wir vielleicht auch nochmal um ein Feld nach rechts erweitern. Okay. Wir haben noch Gitter da, das ist überhaupt kein Problem. Ne? Ich höre immer noch was.
Zombies. Wir sind über uns. Ach, ich mache mir die Generatoren an. Na, wo seid ihr denn? Nicht, dass sie von da oben nach unten buddeln oder sowas. Das wäre schlecht. Also irgendwas zerkloppen die mit Holz. Das ist jetzt härter. Klingt nach Metall. Das könnte auch der Stahlbeton sein, wenn sich der Typ einmal da drauf kloppt. Hm. Oh doch, die sind über uns. Hier ist eine Kohlemine. Da ist einer. Komm her, Junge, komm her. Trau dich. Genau, fein. Leg dich mal hin. Ja, lieber Heinrich, Pause? Ja, wir hören erstmal auf und da fällt er runter. Haha, genau in die Messer da unten. Nice. Ja, wir hören erstmal auf. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren und so. Liken, kommentieren nicht vergessen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.